große Aufregung heute. Wolfgang Sobotka hat mehr oder weniger den Vorsitz verlassen. Inwieweit haben Sie das auch ihn für befangen befunden? Da hat es ja von vornherein schon Gerüchte gegeben. Also ich fand das nicht ungeschickt von ihm, weil er ganz genau gewusst hat, dass im Zusammenhang mit dem ehemaligen Novomatic-Chef Neumann sein Name natürlich auftauchen würde und der seines ehemaligen Mitarbeiters, der ja dann bei der Novomatic war. Das habe ich nicht so ungeschickt gefunden. Das Problem sehe ich eher mit dem Alois Mock-Institut. Da ist er Präsident. Da wissen wir jetzt, ein Inserat habe ich heute gesehen, hat es mehr gegeben. Wie viel Geld ist geflossen? Und Wolfgang Sobotka war sehr lang niederösterreichischer Landesrat, Landeshauptmann, Stellvertreter, ÖAB-Chef. Das heißt, die Frage, ob es da auch zur Finanzierung dieser Organisationen gekommen ist, wird auch kommen. Und insofern stellt sich für mich eher die Frage nach dem Vorsitz. Das heute hat mich eigentlich nicht so geschreckt, aber die Frage, ob da nicht andere Fragen noch auftauchen, die Wolfgang Sobotka in seiner früheren Funktion dort beschäftigen werden. Generell hat man das Gefühl, dass ohne dem Handy von HC Strache der Untersuchungsausschuss nur halb so spannend wäre. Naja, da ist heute auch Interessantes rausgekommen. Also große Kritik, muss man sagen, an dieser Soko Ibiza. Das sind Polizeibeamte, wo ja inzwischen nachgewiesen ist, ein sehr starkes Naheverhältnis zur ÖVP. Und ob die jetzt absichtlich botschert waren oder unabsichtlich botschert worden, das wissen wir nicht, aber das werden wir auch noch herausfinden, weil zum Beispiel, die haben das Handy vom Strache gehabt und haben sie nicht aufgepasst und auf einmal haben sie den Code wieder gebraucht und die kommt nicht in das Handy rein und der Strache hat dann gesagt, na, ich gebe euch den Code, aber dann möchte ich aber auch meine Konversation mit dem Rechtsanwalt löschen. Also das war schon eine eigenartige Situation und dann ist noch etwas aufgetaucht und das hat mich dann wirklich betroffen gemacht. Walter Rottensteiner, der ja der Aufsichtsratsvorsitzende der Casinos AG ist, hat sich aus welchem Grund auch immer penibel alles aufgeschrieben. Und sein Kalender, ja, Schrift, also so auf Papier, ist dann abfotografiert worden. Und eine ganz wesentliche Stelle konnte man lange nicht lesen, weil das hat so ausgesehen, als würde das Handy dann einen Schatten werfen. Ob es das war oder nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls erst die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat dann lesen können, was eigentlich darunter war. Und was war darunter? Darunter ist gestanden, Kurz trifft Bröll wegen Casino, Holding, Fragezeichen, Vorstand. Das heißt, jetzt wissen wir seit heute, wissen wir ganz klar, natürlich war Sebastian Kurz mit all diesen Dingen beschäftigt. Er war mit der Casinos Austria beschäftigt. Er war auch mit den Personalfragen beschäftigt. Und da komme ich zurück zum Strache-Handy. Ich habe den Herrn Strache gefragt, als er vernommen wurde, Sie haben doch mit dem Herrn Kurz permanent auch mit dem Handy Austausch gehabt, also über WhatsApp und SMS. Hat auch die FPÖ immer wieder gesagt. Sagt er, ja, selbstverständlich. Ich habe gesagt, na, warum findet man die nicht? Und haben heute eben den Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt gefragt. Und er hat gesagt, ja, die werden noch ausgewertet, aber auch die werden wohl noch herauskommen. Aber jetzt sind Sie ja schon lange im Geschäft als Journalist auch gewesen. Sieht man mir das an, ja. Nein, aber dass man sich jetzt mit einer Holding trifft als Bundeskanzler, ja, dass man sich mit Unternehmen trifft, um auch teilweise Gesetze zu besprechen, das ist ja nichts Ungewöhnliches, das ist auch nichts Ehrenrühriges noch daran. Naja, aber dann nachher zu sagen, es geht ja darum, wurden Gesetze gekauft und da schauen wir uns an, welche Zahlungen es gegeben hat, aber auch Postenschacher. Und Sebastian Kurz hat immer gesagt, damit habe ich nichts zu tun. Ich habe eine parlamentarische Anfrage zu einem anderen Postenbesetzung gemacht, nämlich zur Nationalbank. Meine Frage war, welche Gespräche wurden geführt im Vorfeld der Besetzung der Führung der Nationalbank? Antwort, ich kann mich an Gespräche nicht erinnern. Bitte schön, da wird die Führung der Nationalbank mit, wie immer, zwei Türkisen und zwei Blauen besetzt. Früher waren es ja zwei Rote und zwei Schwarze und jetzt sind es zwei Türkisen und zwei Blauen. Und der Bundeskanzler, der natürlich das vereinbart hat mit dem Strache, wie wir inzwischen auch wissen, wie auch Strache mir gesagt hat, sagt, ich habe damit nichts zu tun, ich wusste davon nichts. Das heißt, die Anfragebeantwortung ist offensichtlich unwahr. Und insofern ist es schon gefährlich für Kurz, weil wir kommen auf immer mehr Punkte drauf, wo er in irgendeiner Form bis jetzt jedenfalls nicht die Wahrheit gesagt hat. Vom Ausschuss ist aber Wahrheitspflicht. Generell, es wird ein spannender Tag werden, wenn Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, natürlich geladen ist im Untersuchungsausschuss. Trotzdem hat man das Gefühl, dass nicht wirklich was weitergeht, weil natürlich viele sich entschlagen. Ja, das war halt ein großes Thema bei Harald Neumann, der zu allem gesagt hat, da er ja beschuldigt in einem Strafverfahren ist, kann er sich entschlagen. Aber wie gesagt, die Vernehmung des Oberstaatsanwalts von der WKStA hat heute sehr viel gebracht. Wir werden morgen den Herrn Holzer befragen, also den Leiter der Soko Ibiza. Und wir sind auf viele Details inzwischen draufgekommen. Also ich glaube, für die relativ kurze Zeit hat dieser Ausschuss schon sehr viel gebracht. Wie wichtig ist das Video aus Ihrer Sicht?
für den Ausschuss? Nach allem, was mir, ich habe das Video nicht gesehen, ich kenne nur, was alle anderen kennen. Nach allem, was mir aber Leute, die es gesehen haben, sagen, ist das Video nicht zentral. Wir werden da keine großen neuen Erkenntnisse haben. Und das, was er da am privaten auch Schmutz offenbar drauf ist, was Strache gesagt hat, das werden wir sicher nicht veröffentlichen. Also wenn da jemand jetzt schon ganz gierig drauf ist, irgendwelche grauslichen Sachen zu erfahren, das wird nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und ich glaube nicht, dass wir aus dem Ibiza-Video alleine, dass wir da große Erkenntnisse haben werden, aber sehr wohl aus vielen Befragungen.